Willkommen zurück bei Dragon Age Origins Awakening. Wir haben die beiden Drachen im letzten Teil besiegt und reden jetzt hier mit Velana und sie möchte eine graue Wächterin werden. Und jetzt haben wir hier als Option, der Beitritt könnte euren Tod bedeuten. Ich könnte versuchen, eure Schwester für euch zu finden. Ihr verdient diese Ehre nicht. Der Beitritt könnte euren Tod bedeuten, ja, das ist ja schon mal passiert. Ich fürchte den Tod nicht. Ich biete euch meine Dienste an. Im Austausch für die Kräfte, die mir euer Orden verleihen kann. Was sagt ihr? In Ordnung. Willkommen bei den Grauen Wächtern. Mar Serranas. Können wir dann gehen? Ich habe genug von diesem Ort. Ich ebenfalls. Bloß weg hier. Erfolg freigeschaltet. Blinde Rache. Quest aktualisiert. Sprich mit Varel über Velanas Beitrittsritual. Velana möchte sich den Grauen Wächtern anschließen. Sprich mit Truchsess Varel, um mit dem Beitrittsritual zu beginnen. Gut, werden wir machen. Puh, Drachenbrot, das war nicht einfach. Landhängschild. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. 12 Verteidigung, 30. Oh, je, oh je. Und Handschuhe des Frettchens. 4 Geschicklichkeit, 8 Klugheit. Oi, 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 oi. Hier, wo bist du, Nathaniel? Ich bin soweit. Handschuhe des Frettchens. Ja, Geschicklichkeit, Angriff. Oh, die sind ja um Längen besser. Wahnsinn. Tolle Sache. Tolle, tolle Sache. War auch ein harter Kampf. War nicht einfach. So, und Schockbehandlung. Magier 10, Resistenz und 20. Ja, das ist gut, nehmen wir. Das ist nicht schlecht. Okay, die Brut ist weg. Ach, die Brut ist weg, sage ich schon. Der Architekt ist weg. Und wir können jetzt wahrscheinlich an die Spitze. Nee, was rede ich denn da für ein Quatsch gerade? Wir können hier auf jeden Fall raus. Hoffe ich zumindest. Und da ist der Ausweg, aber gucken wir erstmal hier. Hier geht es aber wahrscheinlich nicht weiter, ne? Aber wir haben doch hier oben... kann ich nicht... Genau, hier ist doch auch noch einer. Vendarnwald. Das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Fehler, ne? Dass man da so gar nicht hinkommt. Weltkarte, weil ich wüsste jetzt nicht, wo hier noch ein Weg ist, den wir übersehen haben. Hoffe ich zumindest. Ja, aber okay. Hier noch... Nein, hier ist kein Geheimversteck. Puh. Auf die Weltkarte. Bin schon unterwegs. Okay. Das wäre erledigt. Wie bedauerlich. Nein, es ist für uns verloren. Es ist sinnlos, zurückzukehren, Uther. Deine ehemaligen Gefährten sind beeindruckend, wird schwer, sie zu überzeugen. Nein, Uther, ich werde mein Versprechen dir gegenüber erfüllen. Noch ist nicht alles verloren. Komm, wir müssen uns auf die Schlacht vorbereiten. Was zum Teufel ist da los? Oh je. Das ist genau ein ganz böses Ende. Gut, hier können wir direkt in die Silberitmine und hier in den Vendarnwald. Dort haben wir aber nichts mehr zu erledigen. Wir könnten jetzt direkt nach Vigils Wacht, aber ich werde direkt erstmal nach Emerenthian gehen, denn wir haben massenhaft Aufträge, die wir abgeben können. Gucken wir mal, ob es da neue gibt. Und danach gehen wir zurück zu Vigils Wacht, werden dort auch noch massenhaft Aufträge abgeben. Oh, da gibt es eine ganze Menge zu tun. So, aber erst einmal hier. Und ich glaube, wir haben auch ein weiteres Level abbekommen. Genau. Jo, 3 Punkte in Stärke. Den Spezialisierungspunkt lassen wir erstmal wieder. Okay. Manipulation ist ausgeskillt. Gifte. 2 Punkte in Gifte. Das war so... Naja, egal. Ja, Vitalität. Vitalität ist gut. Und zwei Talentpunkte. Da war ich mir nicht so ganz sicher, ne, wegen Schicksal der Schwachen und wüste Beschimpfung. Nee. Erstmal so nehmen. Erst einmal so nehmen. Okay. Wir haben viele Aufträge bekommen. Eine ganze Menge zum Abgeben. Aber wo genau müssen wir hin? Wir reden erstmal mit ihm, Marshal Aidan.
Wir dachten schon, wir würden diese schmuggelnden Ratten niemals los. Ja. Vielen Dank, Kommandant. Mhm, ja, ja. Ich habe hier andere Sorgen, mein Freund. Ja, toll. Mit wem hatten wir denn jetzt hier? Nein, du handelst nur, oder? Hastest du noch? Ne, haben wir schon. Gut, werfen wir einen Blick auf die Karte. Ah, ja, da sehen wir das erste Ausrufezeichen. Und Mervis, genau. Ihr seid zurück. Habt ihr Neuigkeiten für uns? Eure Karawanen wurden von einer Elfin überfallen. Ich habe mich um euer Problem gekümmert. Es dürfte jetzt keine weiteren Angriffe mehr geben. Ja gut, verpetzen müssen wir sie ja nicht unbedingt. Wirklich? Ach, das sind wundervolle Neuigkeiten. Ich hoffe, die Schuldigen wurden zur Rechenschaft gezogen. Möchtet ihr vielleicht etwas dazu sagen, Velana? Ja, wurden sie auf gewisse Weise, ja, ja. Ich hatte euch eine Spende versprochen, nicht wahr? Hier, nehmt dies. Mit den besten Empfehlungen der Gilde. Ich danke euch. Überreden, das ist alles nach allem, was ich für euch getan habe. Behaltet es, unterstützt damit die Familien der Ermordeten. Wir werden es nehmen, aber nicht mehr fordern. Sollte die Händlergilde noch irgendetwas anderes für die Grauen Wächter tun können, so lasst es uns bitte wissen. Es war mir eine Ehre, euch kennengelernt zu haben, Kommandant der Wächter. Jupp, gleichfalls. 20, oh mein Gott, 20 Gold, Wahnsinn. Kendrick. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich schulde euch wohl eine Belohnung, nicht wahr? Oh ja, zweifellos. Ja, zweifellos. Nochmal 13 Gold. Wahnsinn. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, ob wir nicht zufällig genau die Frau nicht übersehen. Das haben wir schon angenommen. Dann drehen wir nochmal eine Ehrenrunde hier durch. Durch die schöne Stadt. Naja, der Schlüssel, genau. So. Mein Bruder hat auch immer so viel getrunken wie ihr Zwerg. Dann war euer Bruder vermutlich ein lustiger Zeitgenosse, oder? Er konnte immer und überall Spaß haben. Und dann hat er sich auf meine Schuhe übergeben. Ja, die guten alten Zeiten. Okay. Hier ist noch ein Baum. Den habe ich mir erstmal übersehen. Was für ein wundervoller Baum. So kräftig und voller Leben. Die ich Natur. Hätte niemals gedacht, so etwas in einer Stadt der Schemlin vorzufinden. Okay, den Baum haben wir dann doch nicht übersehen. Der ist jetzt erst freigeschaltet worden. Die Natur findet immer einen Weg. Warum? Können Menschen etwa kein Gespür für Pflanzen haben? Also habt ihr euch erneut in den Menschen getäuscht. Warum können Menschen kein Gespür für Pflanzen haben? Ich nehme an, die Natur berührt die Herzen aller, die ihr zuhören. Selbst die der Menschen. Ihr erkennt ihn vielleicht nicht, aber das ist ein Dalamüffel, ein Baum Müffels. Die Stäbe unserer Hüterinnen werden aus diesem Holz geschnitzt. Unsere Hüterin Ilshel hat einen solchen Stab für mich anfertigen lassen, für die Zeit, in der ich ihren Platz einnehmen würde. Ihr wärt bestimmt eine gute Hüterin geworden. Seid ihr nie eine Hüterin geworden? Oder als drittens, ihr habt euren Stab also niemals erhalten? Ihr wärt bestimmt eine gute Hüterin geworden. Soll mich das etwa trösten? Oh. Ilshel kannte mich wie eine Tochter. Und doch hat sie gesagt, ich würde unseren Clan vernichten. Und ihr denkt, ihr wüsstet es besser als sie? Aber genug davon. Ich möchte weitergehen. Okay, das gibt mehr Minuspunkte. Ja, oh, Mensch, Mensch, Mensch. Nee, unsere Gefährten sind nicht so ganz einfach in Awakening. Oder ich treffe einfach nicht den richtigen Ton. Kantorin, hast du was zu sagen? Bereuet und habt Vertrauen. So wird der Segen des Erbauers euch Frieden bringen. Jo, 15 Gold. Wieso? Achso, weil wir die... Ach, ich weiß es nicht. Was haben wir denn? Okay. Da haben wir irgendwas... Was für eine Quest war denn das jetzt? Die Malefica-Quest haben wir, glaube ich, schon gemacht. Oder beziehungsweise schon abgegeben. Oder? Ich meine schon. Reden wir mit ihr auch nochmal. Ich werde für euch beten, Kommandant. Im Moment werde ich da nicht so ganz schlau durchs draus. Das ist Alma. Hier ist niemand.
Okay, dann gucken wir jetzt nochmal in der Taverne. Vielleicht finden wir die Ehefrau ja dort. Weil es sollte ja auf jeden Fall eine Meranthian sein, wurde gesagt. Und beim Rundgang habe ich sie jetzt nicht gesehen. Und so viel mehr Möglichkeiten gibt es ja dann auch nicht mehr. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, ob sie beim ersten Mal schon in der Taverne war. Das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist ja kein Problem. Schauen wir einfach mal nach. Oder hier unten könnte es auch noch stimmen. Kurzer Blick, sieht man irgendwas? Das sind ein Bürger, ein Adliger. Nö. Gehen wir erstmal in die Taverne. Da wir ja so viele Quests auf einen Schlag bekommen haben und dann auch so viel gemacht haben, bin ich da gerade ein bisschen überfragt. Ich habe ja eh so einen schlechten Orientierungssinn, wenn es um sowas geht. Deswegen müssen wir das jetzt alles so nach und nach abklappern und gucken, dass wir da das Richtige finden. Wir haben auch von Vigils Wacht noch viele Quests. Oder, ja, was heißt viele, aber einige Quests, die wir dort abgeben können. Da oben ist Sorsch, ja, genau, aber die war das nicht. Die war das nicht, nein. Aber, ah, okay. Man sieht's schon. Da ist sie. Nida. Ich kenne diese Person nicht, Bran. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Meine Begleiterin fühlt sich in Gesellschaft Fremder nicht wohl. Ich bin Casriel, der Kommandant der Wächter. Ja, wer ist dieser Mann? Seid ihr eurem Ehemann etwa untreu? Seid ihr Nida, Kinens Frau? Ja, ich bin Nida. Es ist etwas geschehen, nicht wahr? Ich... Liebling, könntest du uns einen Augenblick allein lassen? Oi. Oi, oi, oi. Ist Kinen tot? Ja, er ist bei dem Versuch gestorben, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Er wollte, dass ich euch dies gebe. Ja, vermutlich. Ich habe hier einen Ring für euch. Nehmen wir das zweite. Das ist sein Ehering. Vielen Dank, dass ihr ihn mir zurückgebracht habt. Kinen hat immer gesagt, er habe sich den Wächtern angeschlossen, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Aber war es wirklich besser für mich, ganz allein in einem fremden Land zu sein und mich fragen zu müssen, ob wir jemals eine Familie gründen werden? Ihr betrügt ihn nicht, wahr? Ja gut, das war von Hand des Lieblings eben schon recht gut auszuhören. Wir müssen alle Opfer bringen, um die dunkle Brut besiegen zu können. Ihr habt mein Mitgefühl. Nun muss ich mich aber wieder auf den Weg machen. Ja, wir müssen alle Opfer bringen. Kinen hat dieses Opfer bereitwillig gebracht, aber er hat mich nie gefragt, wie ich dabei empfinde. Auch die Liebe hat ihre Grenzen. Naja. Ja. Und dafür ist er gestorben. Wundervoll. Gut, dann hier wieder raus. Ja. Dann wollte ich noch mal ganz kurz zu dem Schmied gehen. Zu dem Waffenschmied, dessen Namen ich auch gerade schon wieder vergessen habe. Und ich wollte nochmal nach dieser Axt sehen, denn ich habe, als wir kurz da geschaut haben, mal überlegt, ob ich mir die kaufe. Hab dummerweise aber nicht an Orgrin gedacht. Und auch wenn die Waffe jetzt zu unserem Schwert, was wir jetzt tragen, nicht unbedingt ein Upgrade ist, aber der gute Orgrin könnte ein Upgrade gebrauchen. Das ist mir aber natürlich auch erst eine halbe Stunde später eingefallen, als wir da schon lange wieder weg waren. Deswegen kaufe ich die jetzt einfach mal, weil die war ja nicht teuer mit... Was war es? 12 Gold? 12, 13 Gold? Wo ist er? Hier, Raserei war das doch, ne? Ja, und mit 3, ja, hier, zack, eingesteckt. Gut, verkaufen werde ich jetzt nicht. Ich glaube, wir sind hier soweit auch durch. Alle Quests erstmal abgegeben. Gut, Schwarzmarschen, da müssen wir noch hin. Gefährten haben wir gerade. Velanas Beitritt, genau, Haupthandlung. Die letzte der Legion, die Erweckung, Schwarzmarschen und Vigils Wacht. Ja, Vigils Wacht, da gibt es jetzt noch einiges, was wir erledigen können. Hoppla, falsche Taste. Und deswegen... Nicht das Schwert wegschicken. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Vigils Wacht zurück und werden uns dort mal um den Rest kümmern. Aufträge abgeben, ein paar Runen kaufen eventuell und unser Equip ein bisschen aufstocken. Jo, und ein paar Geschenke verteilen. Das werde ich auf jeden Fall auch machen. Bis zum nächsten Mal.